einem kalten Februartag fährt im Nachmittagszug von Saalfeld nach Lauscha ein seltsamer Mann. Er betritt in Oberlichte das Abteil und versetzt die Reisenden in eine Welt hintergründig skurriler Geschichten. Merkwürdig, wie er erzählt, da scheint es, als sei dieser Mensch einem alten Volksbuch entsprungen. Seine Rede ist voller Weisheit und Witz und irgendetwas Geheimnisvolles, Unerklärliches umgibt ihn. Geschichten könnte man erzählen und ein Buch schreiben mit der Überschrift Das Buch der Wahrheit. Alfred, wenn ich hinter seit dir komme, muss ich erst einmal ausruhen. Ich komme auch noch vorbei, weißt du? Was denkst denn du? Die Intervention wurde kopiert, der Lehrzeit. Guck du zum Fenster raus. Nein. Ich guck raus, wenn ich... Bloß sag ich Öl noch Eissperr. Die ist schon warm, ich. Ja. Ja, ja. Ich krieg mein Guide. Ja. Ihr seid nicht schön. Jetzt mache ich erst einmal eine Pause, wenn ich da über der Kamera bin. Erst einmal ausruhen. Also meine Vorfahren, ne? Die Gründer von Lauscha 1597, das waren Müller und Kreine. Die waren von Böhmen und Mähren. Aber da war ich noch nicht auf der Welt, ne? Wenn ich da gewusst hätte, wenn ich da auf der Welt noch wäre, da wäre ich 1597, 1979, da wäre ich so um die 500 Jahre, da wäre ich der reichste Mensch, der älteste auf der ganzen Welt. So ist die Sache. Und dann erblickte ich 1907, früh morgens, 2:30 Uhr, das Licht der Welt. Und da sagte ich einmal zu meinem verstorbenen Vater und meiner Mutter, da war ich 5 Jahre. Sag, Mutter, gebt mir doch einmal Antwort, aber ich dürfte mich nicht belügen. Warum habt ihr mich denn Bruno taufen lassen? Na ja, schlägt mein Vater mit der Bärentatze auf den Tisch, dass der ganze Kartoffeltopf auf dem Fußboden lag. Heraus mit der Sprache. Wollen wir das heute sagen, als du auf zur Welt kommst, frühmorgens, da hast du schon als einziger Erdenbürger 2 Buchstaben gesprochen. Brr. Nun konnten wir dich aber doch nicht, wenn wir dich in die Schule führen, ich oder deine Mutter, und wenn der Lehrer oder das Fräulein fragt, na, wie heißt denn der Kleine? Brr. Na, das ist doch aber nichts, ne? Und da hat mein Vater und meine Mutter noch 3 Buchstaben hinzugefügt. Uno. Und dadurch ist mein Name Bruno entstanden. So ist die Sache. So, jetzt kommt die 2. Pause bei mir. Nun will ich euch erst einmal erzählen, wie ich zu meinem Namen Bimme gekommen bin. Meine sämtlichen Kollegen, die verstorben sind, hatten einen Rot geschlitten. Ich gehe über zu meinem Großvater. Was willst du, Junge? Sagt er, ein Bursche. Kräftiger Kerl. Hoch in die 60 schon. Ich sagte, Großvater, meine Kollegen haben einen Schlitten. Ich kaufe mir doch auch einen. Geht vom Blasebalg auf, aber auch Glasbläsermeister. Nach 10 Minuten kommt er. So einen dicken Strick, 2-3 Meter lang. Und eine Blechschüssel.
Ich war so groß. So hoch. Und da sagte ich zu meinem Großvater, Großvater, was soll ich denn mit der Schüssel machen? Das ist ein Schlitten. Ich sagte, ist doch aber noch gut, und den könnte doch noch Klöße anfertigen. Und der Salat, der hat ja ein Loch, so groß wie ein Maxstück. Er gab mir den Schlitten, die Schüssel. Vorne zwei Hänge dran. Und ich habe heute noch in meinen Arbeitszimmer die Metallglocke, so groß. Und band sie mir vorne am Hänge die Glocke ran. Und durch die steilen Straße bergab ertönte doch das Glöcklein. Bim, 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 bim. Die Glocke war daran schuld, dass mein Name Bimmel entstanden ist. Wie es so ist, in der Lauscher mit Spitznamen, kann ich euch sagen, ich könnte euch tausende Spitznamen aufzeichnen, aber da würde ich 1980 noch nicht fertig sein. Zum Beispiel beim Lufterärzt da noch. Als Schuljunge baute der sich wie so der Lilienthal, war lange Zeit, ein Flugzeug und flog durch ganz Lauschau und schrie, ich bin in der Luft, ich bin in der Luft. Pass auf, wenn ich niedergehe auf dem Fußboden. Bestimmt schreien dann die Nachbarn, Lufter, Lufter. So ist der Name entstanden. Nur der Alwin Hub, der hat einmal, als er in die Schule ging, dermaßen in Husten, ja? Und er wollte den Husten abkürzen und brachte das Wort nicht mehr ganz heraus, sage ich euch bloß. Jetzt kommt die Wahrheiten, kommen nur von meinem Mund. Und er kürzte den Husten ab und sprach bloß hu, hup, hup, ne? Und konnte den Husten nicht ausführen, der hat noch zwei Buchstaben E und N. Und der sagt, hup, hup. Jetzt will ich es aber richtig sagen. Mein Großvater, das war ein Sänger und ging immer in den Wald. Und da jodete er und machte immer hulalo, hup, oh, hulalo, hup, oh. Und da daraufhin haben sie die alte Hup geheißen. Und wir sind heute Nachfolger, wir sind heute auch noch die Huben. So ist das gewesen. Man kann's glauben, auch nicht. So. Ja, ja. Der Bruno. Wir warten nur mit der Zeit. Mit 72 Jahren. Wer weiß, wie lange ich noch durch die Straßen da gehe. Und wenn ich so als Lauscher Bürger und Wahrheit erzähle, laufe, da denke ich manchmal oft zurück an meine Schulzeit. Und wenn ich euch das erzählen täte, ihr tät bloß staunen, was auf Wahrheit beruht. Als ich im ersten Schuljahr ging, und es war Winter, 20, 30 Grad Kälte, hatten wir keine Handschuhe. Weder Mantel noch Filzsocken. Da fliegte die Mutter aus alten Mänteln, professorisch, die Socken an den Füßen. Handschuhe gab es nicht. Meine Handschuhe waren gebratene kleine Kartoffeln. Wenn ich das Vaterhaus verließ, steckte mir meine Mutter die etwas heißen Kartoffeln in die Hosentasche. Und daran erwärmten viele meiner Schulkollegen und Kolleginnen ihre Hände. Wenn nun in der Schule Pause war, ja, Pause, sagt der Lehrer oder das Fräulein. Da wurden die noch etwas warmen Kartoffeln, die waren ungefähr in der Größe von 3 bis 4 Zentimeter Durchmesser, wurden auf die Schreibbank gelegt. Lums! Da waren sie so groß wie eine Taschenuhr. Und die haben uns geschmeckt. Das war eine Delikatesse. Wenn dann der Winter vorbei war, vom Mitte Mai
bis Anfang Oktober barfuß in die Schule. Nicht wie heute. Und ich wünsche der Jugend und den Kindern, die heute zur Schule gehen, dass es nicht ihnen einmal so ein Schicksal überfällt, wie es uns in meiner Schulzeit gegangen ist. So, dann habe ich wieder mein uraltes Vorderhaus erreicht. In diesem Haus lebe ich schon 72 Jahre. Und hinter der Kamera, das war meine verstorbene Mutter, ihr Elternhaus. Ja. Da gab es Kühe, Backofen. Auch mein Elternhaus hat vieles mitgemacht. Armut, Arbeitslosigkeit und Krieg. Über 100 Jahre steht schon dieses kleine Haus. Und was mein Vater, sein Vater war, das war ein großer Augenkünstler. Kleiner haben sie geheißen. Und somit möchte ich jetzt meine kleine Rede euch Abschied nehmen von meiner Rede und auf Wiedersehen. Wieder mit meiner Socken. Dort stehen sie auf dem Topf. Ach je, mit ihr war ich was mit. Und mit dir noch mehr. Stehen sie auch unter dem Schäme mit deiner Brempler. Erst einmal sehen, was dort in den Hafen geht, heilen sie mit durch. Was brummelt denn er da schon wieder da? Wenn da zu der Tür reinkommt, brummelt er immer zu. Das ist gar nicht so. Mit dem Mo, was macht denn er da? Schau mal, Mann, der Kopf. Ist er dick. Da liegt er. Man sieht. Was hat denn das Ding da hier? Ich weiß nicht, wo sie ist. Bruno, du bist ein Kaiser. Sag das mal, ich mein Teufel. Ja, look, wird man älter, ne? Na ja, warum soll man trotzdem noch gerne? Und so ging das weiter. Ja, Bruno, erzähl uns mal die Geschichte. Von der Obermühle. Mein Onkel, der Hoppetsus, war mein verstorbener Vater, sein Bruder, hatte zwei Freunde. August Zeuger und Otto Zitzmann. Sind alle drei gestorben. Sie haben es erhalten, dass sie in der Obermühle Karpfenessen ist an einem Freitag. War fast Quarkett los, die drei Gesellen. Gehen in die Gaststätte und mein Onkel, der Just, geht zum Gastwirt. Onkel Wäschenfeld hat er geheißen. Was willst du denn, Just? Du kochst Karpfen. Ja, für die besseren Herren in Lauschau. Jetzt sagt er, mein Onkel, der Just, zum Gastwirt hast du keinen zerlaufenen Kuhkäse im Topf, ja. Hol einmal einen. Und der rieb sich mit dem zerweichten Kuhkäse den Kopf ein. Die besseren Herren von Lauschau waren über dem Essen. Mein Onkel geht hinein, macht die Tür auf, bleibt etwas stehen und da sagen.
sagen die Herren, was riecht denn nur so nach Käse? Sie hatten schon gegessen, etwas. Sie ließen das die ganze Tafel stehen. Wahrheit, keine Lüge. Und verließen die Kopfenstube. Sie waren heraus aus der Stube. Und jetzt setzte sich mein Onkel, sein Nachbar August Säuer, und der Zitzmann ein Steinacher am Tisch und lachten sich die Hucke voll, den Rücken, ja. Und bei Kopfen, die drei Aßen, aber nicht einmal einen Pfennig gekostet. Das war vor 55, 60 Jahren in der Gaststätte Obermühle. So war das. Da war was los. Ja. Das ist mein Lebenslum, schwarzer Kaffee. Das erhält den Humor, die Willenskraft und die Stärke eines falschen Schauspielers, der vor euch sitzt. Mit Namen Bruno Kleiner Petter, genannt den Bimmel. Da war was los. In der schillernden Welt des Glases wurzelt Bimmel mit all seiner Urwüchsigkeit und Fantasie. Hier ist eine alte Tradition lebendig geblieben. Sie stellen Christbaumschmuck her, wie viele Generationen vor ihnen. So lebten sie von Jugend an zusammen. Und die Zuneigung, die sie füreinander empfinden, ist der beiden Alten liebstes Thema. Ja, ja. Ich lernte nun den Bruno kennen. Da habe ich noch keinen Christbaumschmuck mit ihm gemacht. Da bin ich noch auf Arbeit gegangen. Was hast du noch Liebe gedacht? Ich konnte meine jetzige Frau schon. Da war sie 3 Jahre alt. Das war meine Nachbarin. Ja. Fleischertochter. Der Vater war Fleischermeister. Und wie es nun schon ist, sie ist etwas jünger gewesen als ich. Da war ich schon 10 Jahre. Und meine jetzt noch heute lebende Frau war 3 Jahre. Naja, wie es nun schon geht, man kommt aus der Schule. Ne? Zuvor, als ich aus der Schule kam, wie es nun so im Verkehr in der Liebe ist, hatte ich auch manchmal eine andere Dame, ne? Aber da war mir der Weg zu weit. Ne? Ich lernte dann meine Frau kennen und heirateten am 24.06.1939. Der Krieg kam aus weiter Ferne, hörte man munkeln. Da sagte mein verstorbener Nachbar zu meinem verstorbenen Vater, Ernst, das war im September, im Juli 39. Es steht ein Krieg vor der Tür. Und da lachte ihm mein Vater aus. So. 4 Söhne. Der erste wurde eingezogen 1939. Ich war der zweite. Ich erhielt den Stellungsbefehl zu der Kriegsmarine. Ende Januar musste ich mein altes und liebes Vaterhaus verlassen. Ich fuhr mit dem Schlitten, kleinen Koffer, zum Bahnhof Lauschau. Meine Frau begleitete mich. Ich sagte meiner Frau, auf Wiedersehen, Elli. Mach's gut. Mach's gut. Als ich 1942 im Krieg musste, unschuldig, da war meine Tochter Hertha 1 Jahr alt. Und als ich
Gott sei Dank, vom Krieg kam, war ich 6,5 Jahre. Ich stieg oben auf der Haltestelle Oberlauschau aus. Das war im August. Und neben der Haltestelle steht ein kleines Wohnhaus. Mir kommen zwei kleine Mädchen entgegen. Eine war so groß, die andere etwas größer. Und da sagten die beiden Kinder, Mann, wo kommst du denn her? Ich sagte, ich komme vom Krieg und aus der Gefangenschaft. Ich sagte zu dem kleinen Mädchen, wer ist denn deine Mutter? Sie schaute mich an, nicht schön gekleidet. Ich, ne? Wer ist denn deine Mutti? Die Nelly. Die Nelly, die Ferris Nelly, stand meine Tochter vor mir. Und dann kam der Vater rein in die Stube und habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutti, wer ist denn der Mann hier? Und er sagte, das ist doch dein Vater. Und da sagte ich wieder, und den kenne ich doch gar nicht. Ja. Dann kam noch ein Nachbar, gell? Wie ist der? Na, was sagt man da? Und wie hat er denn geheißen? Der Max? Und er sagte, der Bayerschmutz. Ja, da, das ist doch dein Vater, der Bruno. Und da habe ich gesagt, oh, Max, ich kenne den Mann nicht. Und bin einfach ausgerissen. Bin ich fortgegangen, ne? Nach einiger Zeit hat mich dann die Mutter wieder geholt, bleib doch hier, sagt sie. Und der Vater war in der Gefangenschaft und habe ich mich dann dran gewöhnt, an ihn, so langsam, gell? Ja. Der Mensch, der nicht Musik hat in sich selbst, der nicht die Eintracht süßer Töne rührt, taucht zu Verrat, zu Räuberei und Tücken. Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht. Trau keinen solchen, horch auf die Musik von Shakespeare, einen Engländer. Meine Akkordeons haben verschiedene Namen. Die kleine, das ist der Lilliput. Die etwas größere, das ist meine Rosa. Hier, das Schieferklavier. Das ist ein Findling. Und neben mir links, das ist der Großmeister. Ich hab dir die Harmonika als Großmeister bezeichnet. Ja, bei mir hat jedes Instrument einen Namen. Und ich bleibe meinen Musikinstrumenten bis zum letzten Atemzug treu. So, ich greife jetzt als einer der Größten zu meiner alten Zither. Da ich keine Zitherin besitze, habe ich mir ein Messer angelegt. Das ist unverkäuflich. Ich spiele Ihnen nun jetzt ein von mir komponiertes Lied, eine Idylle mit der Überschrift Amboy Bach. Ich bitte den Anwesenden, um euch ist der Ruhe. Thank you.
sich konzentrieren, wenn man solche Meisterinstrumente spielen will. Zweimal mit dem Zittermesser auf die Zitter klopfen, dann ist das Musikstück beendet. Nun will ich euch noch eins erzählen von dem großen Filmstar Karl Valentin. Er arbeitete mit einer Frau mit Namen Lise Karlstadt. Ich habe ihn oft gesehen am Fernsehen. Hat er gebaut, ein Zauberkünstler. Einmal hat er diesen Anzug an, einmal den anderen. Er starb am 1948, an einem Mittwoch, das war der Aschermittwoch, 1948, und sein Denkmal ist gesetzt worden, in Wien. Und so kann es mir gehen, wenn ich die Augen schließe, da hat meine Frau das alles schriftlich, da kommt ein Grabstein auf den Friedhof, vielleicht 60 cm hoch, 30 bis 35 cm breit, geht dann so, oben eine kleine Bewegung. Und dann kommt ein Spruch darauf, wo man sehr selten findet. Der lautet folgendermaßen. Jetzt sage ich, als Gestorbene, wo ich in der Erde liege, was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. Und mein Name? Bruno Kreinebetter. Einklammerung. Bibi. So war das. Ja. Thank you.
Das ist nur für mich, wenn ich gar nicht mehr sehe. Ne? Dann hatten sie einen Schnaps getrunken, wo ich jetzt nur mit. Ach, hör! Was kommt vor? Oh, ist der junge Mädchen ist daheim, wenn man nicht wieder geboren hat. Danke, das ist der Tag. Und dann entstanden. Danke. Schön. Schön und verdammt nicht oben, du wirst nicht weg. Und mehr! Mehr! Auf Weltkrieg, das ist Teil des Kompaniers, so. Ich bin gleich wieder. Rainer Petter, genannt der Bimmel. Wahrscheinlich wird man Geschichten über ihn erzählen, denn er prägt sich ein als Volksfigur, eigenwillig und unverwechselbar.